geäußert, aber vor allem auf das Team verwiesen, das in den letzten Wochen so hervorragend funktioniert hat. Mit viel Teamwork, nicht mit Einzelleistungen, kann das morgen funktionieren gegen Juventus. Und trotzdem gab es da nochmal ein Lob, auch für Charles Arangis und Kai Havertz. Auf Nachfrage. Doch Kai Havertz äußerte sich zu seiner Verletzung, ist ja gegen Schalke das erste Mal wieder über 70 Minuten aufgelaufen für Bayern 04. Natürlich war die Verletzung schon frustrierend, das habe ich mir nicht gewünscht. Aber ich war jetzt 4 Jahre auch seit der U17 auch verletzungsfrei. Da musste es dann irgendwann mal passieren, aber ich bin fit, fühle mich zu 100% bereit. Und kann morgen angreifen, hat er im Übrigen auch im Interview bei uns auf bayern04.de verraten. Schaut mal rein, Kai Havertz, kurzer anderem eben einen gewissen Cristiano Ronaldo, der im Übrigen ja erst ein Tor in dieser Gruppenphase erzielt hat, ausgerechnet gegen Bayern 04, völlig untypisch für ihn. Und der will immer spielen, trotz wochenlanger Knieprobleme lässt er sich das scheinbar, müssen noch ein bisschen das mit Vorsicht genießen, diese Information, aber nicht nehmen, in Leverkusen auch dabei zu sein. Die Zuschauer in der Bayer Arena morgen pickepacke voll mit 30.000 Zuschauern, wird's freuen. Und wir freuen uns natürlich auch richtig auf dieses Gruppenfinale.